Einen wunderschönen guten Tag draußen an den Geräten. Wir haben herrliches Wetter in Deutschland. Es ist eigentlich schiedlich friedlich, aber die Stimmung im Lande, die dreht sich. Immer mehr Demonstranten verschiedenster Couleur. Teilweise lachen sich die Polizeipferde kaputt über die Argumente, aber in Deutschland tut sich was, denn die Risikowahrnehmung in der Bevölkerung, ja, die hat sich verändert. Immer mehr wünschen sich stärkere Lockerung, sind nicht mehr zufrieden mit dem, was da gerade abgeht. Man geht wieder raus, aber man kann auch feststellen, dass der Großteil von denen sich sehr diszipliniert verhält und auf die Hygieneabstände achtet. Ja, auch wir heute Morgen in unserer fröhlichen Doktorrunde achten auf die Hygieneabstände. Wir sind jeder in einem anderen Ort und ich begrüße hiermit einmal Dr. Iyad Awad vom Hallo. Präventzentrum, Dr. Andreas Brune vom Präventzentrum. Hallo zusammen, guten Morgen. Und Christoph Schubert von Husemann und Partner, heute auch wieder dabei mit einem neuen Mikrofon. Hoffentlich verstehen wir ihn auch ganz gut. Ich grüße euch auch und ich möchte mich entschuldigen für mein schlechtes Mikro. Ich habe jetzt aber alles getan, was ich tun konnte. Das sind die Lernkurve intelligenter Menschen. Wollen wir gleich mit dem Anfang anfangen, oder? Altmaier hat gesagt, kein Arbeitsplatz darf wegen Corona verloren gehen, aber um mich herum kommen die Einschläge immer näher von Leuten, die auf einmal im nächsten Monat ohne Job sind. Ne? Gut, das hat er ja ganz am Anfang rausgehauen und da ist er ja dann auch danach kurzfristig oder längerfristig abgetaucht. Jetzt kommt er wieder ein bisschen raus. Das spricht die Spenden an die Kleinst- und Kleinunternehmer, den Tätowierer und den Mini-Friseur, der 9.000 Euro bekommen hat. Und das ist ja auch okay, wir wollen ja jetzt das nicht schlecht reden. Die Frage ist halt, wie verpufft diese Maßnahme und was bleibt davon übrig? Wenn man jetzt betrachtet, ich mache jetzt mal einen Bogen zum Thema der infizierten Zahlen, dann haben wir in Deutschland knapp 13.000 Infizierte. Aktive Fälle. Aktive Fälle, 83 Millionen Einwohner. In Dortmund hatten wir 723 Gesamtfälle, aktive, 688 Genesene von 723, 31 aktive, 4 Tote. Und von den 31 Aktiven sind 11 im Krankenhaus und 6 auf der Intensivstation. Also wir sehen daran, auch wir haben es jetzt schon, wir erwähnen die Zahlen ja immer wieder. Wir erkennen ja, wie stark die auch in Dortmund einfach abfallen. Und im Moment, auch wenn wir die 14-Tages-Frist zum Zeitpunkt der ersten Öffnung betrachten, müssten jetzt, ich sag mal, spätestens Anfang der Woche die Zahlen ansteigen, wenn es wieder in die falsche Richtung geht. Aufgrund der Inkubationszeit. Ja. Also das ist ganz wichtig, dass die Grenzen jetzt geöffnet werden, dass der wirtschaftliche Austausch wieder stattfindet. Ich meine, wir haben, Iyad hat es ja gerade gesagt, wir haben in Deutschland, wenn man das europäisch sieht, ja eine viel niedrigere Inzidenz als in anderen europäischen Ländern. Und speziell Dortmund, das ist gerade vielleicht nicht so rübergekommen, ist ja mit 20 Aktiven als 8 größte deutsche Stadt, achte, ich weiß nicht. Ist es ja, haben wir eine sehr niedrige Inzidenz in Dortmund und Deutschland im Vergleich zu Europa ebenfalls. Aber selbst in Europa, wo in England oder in Frankreich die infizierten Zahlen höher sind, sind ja dennoch drastische Maßnahmen erfolgt. Und sowohl im Grenzbereich, also da, wo die Grenzen geöffnet sind, sowie globaleuropäisch, denke ich, dass wir mit dieser Öffnung keine großen Schwierigkeiten haben werden, denn im Moment ist die Strategie ja, dass man lokale Ausbrüche eindämmt und nicht mehr global alles verbietet. Und wenn ihr auch die Steuerschätzungen letzte Woche gelesen habt, 100 Milliarden weniger in 2020 und bis zu über 300 Milliarden weniger bis 2024. Also da sieht man schon, wir haben definitiv große Bremsspuren in der Wirtschaft und von daher werden auch die Forderungen aus der Wirtschaft nicht um jeden Preis, aber es muss weiter geöffnet werden bei diesen Zahlen, die wir haben, damit wir tatsächlich den wirtschaftlichen Schaden weiter reduzieren können. Und da stimme ich dir voll zu. Wir müssen schauen, dass wir nicht nur die Wirtschaft retten oder die Inzidenzzahlen niedrig halten, sondern beides gemeinsam muss stattfinden. Weil diese öffentliche Diskussion über diesen weiteren Kurs zur Bekämpfung der Corona-Epidemie, da werden ja die Interessen des Gesundheitsschutzes oft im Gegensatz zu den Interessen der Wirtschaft dargestellt. Ja. Das wird aber dem Problem nicht gerecht. Es muss oder der Lage sein. Nicht gerecht. Und da gibt es eine nagelneue Studie, die ist letzten Mittwoch rausgekommen. Und zwar, da wird wirtschaftswissenschaftliche Forschung des IFO-Institutes mit lebenswissenschaftlicher Forschung, das macht das Helmholtz-Institut für Infektionsforschung, verknüpft. Da werden also Forschungsdaten und Simulationsergebnisse zusammengeführt. Und was herauskommt, ist, dass Krankheit allgemein
wirtschaftliche Folgeschäden hat, also Krankheit allgemein, und dass wir diesen Rufen nach kompletter Lockerung auch nicht nachkommen können, weil das ist auch nicht unser ethischer Ansatz. Denn alle Leute, die sagen, wir machen wieder alles auf, es ist uns völlig egal, dass die Wirtschaft muss laufen, das wertet ältere Personen und kranke Menschen, egal wie viel Vorerkrankungen sie haben, ab. Auch wenn das viele Leute mit Einzelmeinung propagieren, das wird unsere Gesellschaft nicht tolerieren. Sieht man übrigens auch in Schweden. Auch die schwedischen Infektiologen haben also nicht nur Zustimmung, sondern auch eine große Front gegen ihre Entscheidung. Was mir zurzeit richtig auffällt, ist immer mehr Demonstrationen, auch bei dem Wetter heute. Es wird ja in allen Städten heute wahrscheinlich richtig abgehen. Und das sind ja nicht nur bekloppte Aluhüte, die da rumrennen oder Reptilienverschwörer. Es sind ja auch neben den Xavier Nadus und Attila Hildmännern da draußen auch normale Menschen, die langsam ja auch Angst um ihre Existenz bekommen. Also egal, wie viel Steuerschulden wir hinterher haben, die haben nächsten Monat keinen Job mehr. Das ist etwas, was sie auf die Straße treibt, und das sind ja arme Irre dabei, aber es sind auch die mit Familien draußen waren, wo du einfach am Gesicht schon gesehen hast, dass sie andere Sorgen haben. Ne? Da soll die Lufthansa Millionen bekommen und sie wissen, Milliarden. Über nächsten Monat die Miete. Milliarden. Ja, oder Milliarden, ja. Ne, da kannst du auch schon mal aus Jux sagen, hör mal, gehen wir auf den Balkon und klatschen alle um 20 Uhr für die Lufthansa. Das hat ja bei den Pflegekräften auch geholfen. Ne? Kurzarbeitergeld ist jetzt aufgestockt worden. Aber wenn einer 2.000 Euro netto hat und der kriegt davon im Moment 60%, dann sind das 1.200 Euro. Ja, aber es ist nicht ganz richtig, weil wenn er 2.000 bekäme, kriegt er 60% netto ohne Sozialversicherungsabgaben. Ja. Das sind dann ungefähr 1.400. Und wenn du eine Familie hast, die Mieten, die Nebenkosten, die, ne, die Paprika steigt auf 6 Euro, dass du kommst hinten und vorne nicht raus und du verstehst, dass die Leute frustriert sind, dass die sauer sind und dass die ein Problem haben mit der ganzen Situation. Ja, im Gegenzug die guten Zahlen, und dann sagen die, was machen wir überhaupt? Für was haben wir die Schließung? Die Zahlen waren sowieso nie schlecht, so richtig schlecht in Deutschland gefühlt, und das kommt ja dann auch so dabei rüber. Und dann stellt man sich die Frage, wie lange soll das noch weitergehen? Was machen die da in Berlin? Ja. Und mit den ganzen Zahlen, guck mal, warum kann ich nicht arbeiten gehen? Ne? Schreibt uns auch jemand. Sämtliche Corona-Berechnungen sind eine Unbekannte mit sehr vielen Nullen. Und die meisten davon haben Regierungsverantwortung. Die Nullen. Die Nullen, ja. Weil sich auch viele verarscht vorkommen. Guck dir doch mal die ganze Historie an in den 11 Wochen, die wir jetzt hier schon zusammen sitzen. Von der, ach, ist alles nicht so schlimm, bis zu, oh, wir werden alle untergehen. Und dann sitzen sie abends in den Talkshows und schwafeln uns voll. Und draußen auf der Straße gehen die Aluhüte spazieren, ne? Naja, Fakt ist ja, dass in den Talkshows speziell, Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal eingreife, da sitzen immer die gleichen. Das ist uns ja, glaube ich, allen auch schon mal aufgefallen. Ja, die haben kein Zuhause. Ja, da sitzen aber auch die Diäten kriegen und die nichts zu befürchten haben, ja? Ja, aber das ist doch schon auffällig, wenn immer die gleichen da sitzen und mal ab und zu ein Fremdgesicht eingefügt wird, aber ansonsten sich gegenseitig die nur verstärken. Das ist der erste Punkt. Diversität, in den Medien, auch, dass man solche Menschen, die auf den Straßen sind und sagen, wir finden das alles sehr befremdlich. Ich sage das jetzt mal aus einem natürlichen Blickwinkel, die einfach irritiert sind über die Gesamtsituation. Die werden in keiner Form in diesen Medien vertreten, sondern es sind nur die Leute, die immer die Apokalypse predigen. Und ich sage ja nicht, dass alles unproblematisch ist, darum geht es nicht. Aber diese anderen Menschen werden, ich sage es vorhin in unserem Eingangsgespräch, habe ich es gesagt, ausgegrenzt werden, die sofort, du hast es ja auch angedeutet, als auch normale Leute, die einfach Fragen stellen, sind sofort Verschwörungstheoretiker. Okay. Ich habe gestern Morgen, nachdem ich vom Laufen zurückkam, auf WDR 5, das ist ja jetzt aktuell das Wissenschaftsmagazin, mir was angehört. Und da waren dann auch wieder drei Helden der Arbeit, die alle jeden Tag ihr Geld bekommen und haben darüber philosophiert, warum die Menschen das nicht glauben wollen. Nicht warum, wieso, die differenziert, sondern dass es doch unerträglich ist, dass Menschen nicht glauben, dass Corona ihr Leben verändert hat. Und warum sie das nicht glauben, das ist ja unglaublich. Aber das wird auch da war wieder keiner dabei, der jetzt einfach mal gesagt hat, es hat mich nicht betroffen in meinem Alltag, es hat mich nicht tangiert, wie sind die Zahlen, sondern man lässt einfach keine wirklich differenzierte
Alternativgespräche zu, sondern die Leute verstärken sich nur gegenseitig in ihrem Denken, die man da sieht. Das ist so meine Wahrnehmung jetzt an der Stelle. Ja. Wir haben auch, ich gehe mal wieder hier, wir haben unheimlich viele Zuschriften bekommen hier. Der eine schreibt auch, die Radikalisierung der Bürger kommt nicht von Corona, sondern von der Art und Weise, wie die Politik mittlerweile mit ihnen umgeht. Das ist wie Krebs mit Rippenprellung verwechseln. Oder? Ja, das. Den fand ich auch gut hier. Guckt mal genau an, wer jetzt demonstriert. Linke und Rechte, Verschwörungstheoretiker und Impfgegner, normale Familien- und Facebook-Gruppen, Kämpfer für Grundrechte und Gegner vom Lockdown, Menschen mit nachvollziehbaren Sorgen plus Esoteriker, Impfgegner, Funkmastenbekämpfer und Verschwörungserzähler, Querulanten und Quartalsirre, Fanatiker, Dauerempörte, Berufsempörte und Selbstdarsteller. Klingt wie der Querschnitt unserer Bevölkerung. Scheinen ganz nette Leute zu sein, ne? Ja, aber nachvollziehbar, es ist doch... Ja. Das ist die Unsicherheit, die mitten in unserer Gesellschaft angekommen ist. Und das hat jetzt nicht nur was mit Corona zu tun. Nee. Wir waren alle, sind seit 12 Wochen mehr oder minder in einer Stresssituation. Der ein oder andere mehr emotional, der andere vielleicht wirtschaftlich. Und ja, ich gebe dir recht, nicht jeder wird hier gehört, auch nicht in den Medien. Was schlimm ist, ist, dass die Medien Ängste schüren, dass unterschiedliche Aussagen, das ist ja auch das, was ich immer sage, den medizinischen Laien mit unterschiedlichen Informationen versorgen und dadurch noch mehr Ängste schüren. Und dass wir leider in einer Diskussion auch angekommen sind, wo wir Geld gegen Krankheit oder Tod diskutieren. Das heißt, Personen höheren Alters, die ja eh nicht mehr lange zu leben haben, vielleicht mit Menschen mit Vorerkrankungen, die ja sowieso bald sterben, dass wir das mit Maßnahmenbegründung in Einklang bringen wollen. Das ist eine sehr, sehr stark aus meiner Sicht ein ethisches Problem. Und was machen wir gerade? Wir haben damals diesen Hammer and the Dance besprochen, der Tanz mit dem Tiger. Da sind wir gerade, der Hammer ist vorbei, der Lockdown. Jetzt versuchen wir, alles irgendwie unter Kontrolle zu halten und hoffen, dass der Hammer nicht zurückkommt, sondern wir müssen jetzt Stückchen für Stückchen herausfinden, wie man diesen Tiger von alleine lösen kann, ohne dass er über einen herfällt. Und das tun wir gerade. Und im europäischen Vergleich sind wir, egal was da der eine oder andere sagt, immer noch sehr, sehr gut. Nicht nur was die Zahlen angeht, auch was die Wirtschaftlichkeit angeht. Und diese Studie, von der ich eingangs gesprochen habe, die diskutiert erstmalig auch wirtschaftswissenschaftliche Zahlen und verknüpft das mit den medizinischen Daten. Und da sagt man ganz klar, dass das ist eine deutsche Studie, die ist im Internet zu lesen, auch einfach beschrieben, sollte sich jeder von euch mal anschauen. Da wird ganz klar gesagt, dass eine zu starke Lockerung, wenn wir alles öffnen, was ja viele wünschen, weil wir ja so gute Zahlen haben, dass eine zu starke Lockerung mit stärkeren wirtschaftlichen Folgeschäden verknüpft sein wird, wenn also der R-Wert wieder steigt, die Infektionszahlen steigt, dass wenn wir alles zulassen, dann werden wir wieder Quarantänemaßnahmen bekommen, es werden Teilbetriebe geschlossen werden müssen, etc. pp. Und das führt am Ende zu mehr wirtschaftlichem Schaden als eine kontrollierte Öffnung, also die Leine des Tigers zu lösen. Europäische Grenzen werden geöffnet, die Firmen können wieder alles machen. Wir sind doch jetzt ein Riesenstück weit schon vorangekommen mit all dem, was wir tun. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir hier noch ein bisschen geduldig sind, dass wir so, wie wir das jetzt machen, auf dem genau richtigen Wege sind. Also ein zweiter Lockdown würde uns, glaube ich, psychologisch und wirtschaftlich deutlich zurückwerfen. Wir müssen auf dem Weg weitergehen und es muss den Umständen entsprechend auch wirklich angepasst werden und nicht unbedingt im 2-Wochen-Rhythmus, vielleicht auch ein bisschen kürzer. Nee, wir sollten statt immer nur in Problemen, sollten wir einmal langsam in Lösungen denken, ne? Denn es muss ja wirklich... Jeder muss seinen Silberstreif erkennen. Und also aber wollen wir mal zu was Positivem kommen? Fußball-Bundesliga, Derby-Sieg, 4-0, ist das nicht wie gut? Wie wir vorausgesagt haben, ja. Aber ja, was mir aufgefallen ist, ich habe das Spiel ja gesehen und ich bin mittlerweile der Meinung, dass viele Geld aus der Bundesliga sollten eigentlich die Zuschauer kriegen, nicht die Spieler. Denn du hast gesehen, wer mehr fehlt. War gar keine Stimmung. Also ich habe das gestern in der Aktuellen Stunde kurz gesehen, vom alten Markt, total ruhig. Emotionslos. Ich war gestern auch mal ganz kurz mit dem Fahrrad am Stadion, war zwar ein bisschen Polizei, also kein Auflauf, keine Fans, kein nichts. Das heißt mit anderen Worten, die Fans, das finde ich sehr gut, haben sich offensichtlich auch nicht nur in Dortmund, sondern in anderen Stadien, anderen Orten gut verhalten. Christoph, ich muss einhaken. Du warst am Stadion? Ja. Haben die wirklich gespielt oder war das Fake?
Das weiß ich nicht. Ich habe nicht reingeguckt, weil die grünen Männchen nicht gehört. Es sah so spooky aus. Ich dachte immer, die können uns so jeden Scheiß da zeigen. Ne? Aber war denn viel Polizei da drumherum? Nee. Ja, also lange nicht so viel wie bei normalen Bundesligaspielen, aber die standen eben schon letztendlich so weit vom Stadion weg, dass wenn da welche hingegangen wären, die man hätte auch entsprechend abfangen können. Also, aber es war total ruhig und wie gesagt, irgendwie emotionslos das Ganze im Moment. Naja. Aber es zeigt ja auch, dass die Fans und alle anderen Menschen vernünftig sind, ne? Ja, und du hast auch andere Sorgen inzwischen. Ne? Ja, ja. Es ist wichtig, ich finde, dass dieser Berufszweig wieder ans Laufen kommt, denn der zieht ja andere wieder mit. Ne? Denn es gibt viele, die die Spiele gesehen haben, viele, die heute wieder was anderes zu bereden haben, außer Corona. Ja. Und es hilft uns, glaube ich, stückweise in die Normalität. Ich habe mal nochmal eine medizinische Frage hier. Da schreibt jemand, inzwischen tauchen immer mehr Fälle einer neuen Krankheit bei Kindern auf. Immer mehr Kinder mit mysteriösen Entzündungen in Krankenhäusern. Experten gehen von einem Zusammenhang mit dem Coronavirus aus und sind besorgt. Es hieß doch immer, Kinder seien nicht betroffen. Du sprichst das Kawasaki-Syndrom an, dieses Entzündungssyndrom. Das ist aus, in Frankreich gab es ein, zwei Fälle und in Italien glaube ich auch. Bei uns gab es auch ein paar Fälle, eher die Ausnahme als die Regel. Das sind Entzündungen der Blutgefäße und des Gefäßsystems. Und das kann zu schweren Organblutungen und Veränderungen in den Organen führen. Da muss man gucken, was passiert. Da forschen gerade, es wird geforscht. Man weiß aber noch zu wenig zu diesem Thema. Ja, wir haben ja beim letzten Mal schon besprochen, dass das Thema Gefäßsystem, also dass das Thema Covid-19, nicht SARS-CoV-2, dass die, also eigentlich die aktive Infektion im Körper des Menschen durch SARS-CoV-2 nicht nur ein Lungenthema ist, Covid-19, sondern aufgrund der Hamburger Studie mit den knapp 170 oder 80 Obduzierten ist ja rausgekommen, dass Gefäßsysteme betroffen waren und auch die Nieren offensichtlich einen Teilbefall haben. Es ist also auch nicht ausgeschlossen, dass möglicherweise noch in den nächsten Monaten viele von denen, die infiziert waren, noch mit Problemen kommen, die Folgen der Covid-19-Infektion sind, die jetzt im Moment noch gar nicht ersichtlich sind. Das dürfen wir tatsächlich nicht vergessen. Da ist halt viel im Fluss. Wir haben es ja ein paar Mal gesagt, wir wissen noch nicht so viel, abwarten. Aber es ist eben das, was relativ klar ist. Es betrifft nicht nur die Lunge, die zwar führend, aber nicht nur. Also wir sehen bei einigen von unseren gemeinsamen Patienten auch jetzt 3, 4 bis 8 Wochen nach Infektion merkwürdige Verläufe, die wir gar nicht einschätzen können. Von merkwürdigen Kreislaufzusammenbrüchen bis hin noch zu Schmerzen in der Lunge oder im Brustbereich. Bei einem Patienten habe ich letzte Woche noch ein CT fahren lassen, der hatte 8 Wochen nach Corona Bronchitis, wir haben seinerzeit kein CT gemacht, noch Zeichen einer Lungenentzündung, alte Vernarbungen. Mhm. Das sind alles Dinge, die sich jetzt in der nächsten Zeit etablieren. Ihr hatte, glaube ich, in unserem letzten Cast über den Urintest gesprochen. Also da kann man offensichtlich mittlerweile anhand genau dieser Gefäßschädigungen oder Gefäßschäden bestimmte Produkte im Urin sehen, die schwere Verläufe vorhersagen. Der Antikörpertest ist seit dem 8. Mai, wird von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Also selbst bei Patienten, die nur milde Symptome haben, da kann es ja passieren, dass dieser PCR-Test, der Abstrich, zu spät durchgeführt wird, um noch den Erregernachweis zu bringen. Und deswegen ist der Antikörpertest jetzt von den GKV, also von den gesetzlichen, übernommen worden, als indirekter Virusnachweis. Auch das nochmal in die Runde. Vielleicht ist der ein oder andere von den Zuhörern oder Zuschauern da auch noch interessiert, das beim Hausarzt durchführen zu lassen. Mhm. Okay. Ich glaube, wir können langsam auch auf die Zielgerade kommen. Falls noch jemand auf eine Demo möchte, ich habe noch eine schöne Zuschrift hier von einem auch aktiven Zuschauer bei uns. Er sagt, sie demonstrieren gegen eine Impfpflicht, die nie ein Thema war. Davon abgesehen, dass es noch keinen Impfstoff gibt. Und wenn er da ist, wird er erstmal auf keinen Fall für alle reichen. Findet ihr Fehler selber? Also, das ist eine kleine Denksportaufgabe für heute. Ich bedanke mich für eure Zeit heute Morgen und falls er auf eine Demo geht, ne, für seine Rechte einzustehen, ist ja ganz okay. Man muss nur aufpassen, dass man nicht plötzlich für Rechte demonstriert, ne, für die Rechten. Genau. Guckt da heute Bayern? Heute Sonntag, ich muss zu Mutti. Ah, sehr gut. Mutti. Wenn du noch einmal die Woche richtig essen hast, dann nimm sie in den Arm und halt sie dran. Wenn du noch, also viel Spaß, schöne Grüße an deine Mutter. Wir sehen uns wieder im Laufe der Woche. Schönen Sonntag.
Was ist das schrecklich hier? Ich laufe alleine durch das Stadion. Ordner sind genug da, keine Zuschauer. Das hat nichts mit Bundesliga-Fußball zu tun. Hoffentlich ist dieser Spuk bald vorbei.